wie wir die Google-Fonds lokal auf unserer Webseite einbinden können. Ich zeige euch dafür eine Methode, es gibt mehrere, aber eine wollen wir heute mal Stück für Stück durchgehen. Warum sollte man das machen? Wenn ihr die Google-Fonds lokal von eurer eigenen Webseite ausliefert, dann wird hier nicht der Google-Fonds-Server mit einbezogen. Und das hat den Vorteil, dass dieser Google-Fonds-Server beim Ausliefern der Schriften der Fonds auch wieder userbezogene Daten verarbeitet. Und das ist im Moment halt mit dem Stand des Datenschutzes und der DSGVO nach derzeitiger Auslegung durchaus als kritisch zu betrachten. Also, wie gehen wir mal vor? Zuerst einmal haben wir auf dieser Seite noch gar keinen Google-Fonds aktiv. Das mache ich einmal, indem ich hier in den Customizer gehe. Ich scrolle hier ein Stück runter, da sehen wir eine Textstrings. Dann gehe ich zu den Einstellungen und wähle mal hier jetzt einen Google-Fonds aus. Text. Was wir sehen hier ist als Schrift die Verdana ausgewählt. Die gehört hier jetzt noch zu den Systemschriften, das heißt, die wird ohnehin nicht von Google geholt. Jetzt nehmen wir uns aber stattdessen einen Google-Fonds, zum Beispiel die berühmte Railway-Schrift, die wähle ich jetzt hier aus. Und ihr seht, sofort habe ich eine andere Schrift aktiv. Ich brauche jetzt nur noch auf Veröffentlichen gehen. Und bis jetzt, wenn ich jetzt eben den ganz normalen, sehr, sehr weit verbreiteten Einbau der Google-Fonds verwende, war es das auch. Ja. Ich habe die Schrift geändert und habe jetzt meinen Google-Fonds eingebettet. Allerdings eben mit dem Nachteil, dass das Ganze jetzt über den Google-Fonds-Server läuft und hier eben auch userbezogene Daten verarbeitet werden können. Wie kann man das überhaupt überprüfen, dass man das jetzt gemacht hat? Eine Möglichkeit ist zum Beispiel über eine Analyse, was die Webseite alles tut beim Aufrufen. Das ist Webpage-Test, ist eigentlich normalerweise im Einsatz für Geschwindigkeitsmessungen, aber man kann sie dafür auch ganz gut verwenden. Ich zeige das. Ja. Ich nehme einfach die URL und gebe sie dann jetzt hier in die URL-Zeile. Und dann kann ich statt der simplen Konfiguration, die hier, obwohl da wäre auch ein deutscher Standort, es macht jetzt beim Geschwindigkeitssinn-Test nicht unbedingt Sinn, amerikanische Standorte oder außereuropäische zu nehmen. Es ist jetzt eigentlich das Geschwindigkeitstest, aber trotzdem gehe ich dann gern auf europäische Standorte. Jetzt scrolle ich da herunter, schaue, dass ich zu dem Wasserfalldiagramm komme. Und wenn ich mir jetzt hier im Wasserfalldiagramm anschaue, was der alles lädt, dann komme ich an die, und das ist eben die kritische Adresse. Ich habe auf den Google-Fonds-Server zugegriffen und hole von dort Schriftdaten. Da haben wir hier auch die Railway drinnen schon angezeigt. Das ist die, die wir eingebettet haben. Und das heißt, ich habe jetzt die Google-Fonds eingebaut auf die bisher sehr gebräuchliche Methode und sehe als Ergebnis hier auch diesen Zugriff auf den Google-Fonds-Server. Wie kann ich das jetzt verhindern? Das ist dann eben etwas komplexer in der Umsetzung. Ich gehe zurück zur WordPress-Seite hier und in den Dashboard-Bereich hinein. Jetzt gibt es verschiedene Plugins, mit denen man Fonds einbauen kann. Eines davon ist das sogenannte Custom Fonds. Und ich gehe hier auf Installieren und suche mir das entsprechende Plugin heraus. Das ist es, jetzt installieren. Aktivieren. Und ansteuern kann ich es dann unter dem Punkt Design Custom Fonts. Nachdem ich mich, hier kann ich jetzt diese Fonts installieren, nachdem ich mich für die
Railway entschieden habe, muss ich die jetzt noch herunterladen. Das ist relativ leicht, indem man einfach als Google-Suche Railway Google Fonts und am besten noch mit Download, dann kommt man schon an die richtige Stelle. Und es sagt gleich Download Family, das kann ich machen. Gut, die Railway ZIP ist schon heruntergeladen. Ich gehe in den Explorer, da finde ich sie, ich entpacke das und bekomme hier die verschiedenen Fonttypen. Welche wir dann noch nehmen, welche wir brauchen, hängt davon von einem Einsatzgebiet an ab. Können wir uns gleich in der WordPress-Installation anschauen, dorthin zurück. Custom Fonts und sage, okay, Add New Font. Dann sage ich, okay, ich nehme jetzt die Railway. Dann kann ich sagen, okay, wenn die gerade nicht funktioniert, kann ich ihm auch eine Fallback-Schrift angeben. Und dann nehme ich jetzt einmal Schriftstärke normal, die 400er. Und wie ich das bei Google gesehen habe, haben wir Fonts zurückbekommen im Format TTF. Das heißt, ich suche jetzt hier auch TTF, da habe ich schon Upload. Und da kann ich jetzt aus dem Explorer heraus Railway Regular, also die normale Größe, auswählen. Und dann kann es ja gut möglich sein, dass ich nicht nur die normale Schrift in der normalen Stärke möchte, sondern zum Beispiel auch die fette Schriftart. Dazu wäre Add Font Variation der richtige Button. Und dann sage ich, okay, das ist jetzt nicht Thin, sondern das ist Bold. Und suche mir die entsprechende Bold Font heraus. Hier wiederum bei den heruntergeladenen, hier Bold. Genau, und damit habe ich die Railway jetzt auch schon lokal installiert. Das heißt, er greift jetzt hier nicht mehr auf den Google Fonts Server zurück. Jetzt schauen wir uns das an in einem Browser, wo ich nicht eingeloggt bin. Indem ich hier einfach die Seite nochmal lade. Und tatsächlich findet man hier jetzt auch schon die richtige Railway-Schrift. Jetzt gehen wir aber noch einmal und wiederholen noch diesen Webpage-Test, ob das jetzt wirklich auch aus der Sicht heraus ist mit dem Google Fonts, dass der also nicht mehr auf den Google Fonts Server zurückgreift. Da macht es aber Sinn, dazwischen auch nochmal den Cache zu lernen. Dann kann ich eben zu dem Webpage-Test zurückgehen und mache jetzt einfach Rerun-Test. Da sagt er wieder Complete. Ich schaue mir wieder auf das Wasserfalldiagramm zurück. Und was ich da sehe, ist, dass er sozusagen hier immer noch auf den Google Fonts Server zurückgreift. Und das ist vermutlich ein Relikt, das jetzt noch nicht ganz völlig abgeschafft ist, weil ich vorher schon den Google Fonts Server kontaktiert habe und das so eingebaut habe. Da gibt es aber einen Trick, da gibt es nämlich einen Code, den man einbauen kann, der ihm sozusagen der Webseite verbietet, auf den Google Fonts Server zurückzugreifen. Das zeige ich euch auch. Das findet ihr jetzt unter dem
wieder dabei Design und Theme Editor. Und diesen Code, den könnt ihr euch jetzt hier nicht in die Styles CSS, das ist die falsche, aber in die Functions PHP hineinkopieren. Da ist ja schon der Code, den ich brauche, ja. Den werde ich auch unterhalb des Videos zur Verfügung stellen. Dann könnt ihr den da einfach hineinkopieren. Das müsst ihr aktualisieren. Jetzt zur Sicherheit wieder einmal den Cache leeren. Und wir können dann gleich den Webpage-Test noch einmal laufen lassen. Wir fahren nach unten, gehen wieder zu dem Wasserfalldiagramm. Und wenn wir jetzt die Einträge anschauen, sehen wir, dass dieser Aufruf vom Google Phone Server überall entfernt ist. Also jetzt ist noch die Endkontrolle auf der User-Ansicht, lade ich die Seite noch einmal und tatsächlich habe ich also meine Railway-Schrift behalten und sie kommt aber nicht über den Umweg des Google Phone Servers daher. Und auch eine Sache, die dann noch passiert, wenn ihr in den Customizer hineinschaut, und wieder zu den Schriften geht. Hier die Railway steht uns zur Verfügung. Ja. Sie ist jetzt aber eben auch unter den Systemschriften abgespeichert. Das heißt eben, dass sie nicht über Google hineingeholt wird. Das kann man auch noch setzen, aber es ist im Prinzip auch dadurch erledigt, dass wir den Aufruf schon unterdrückt haben zu dem Google Phone Server. Ja, im Grunde seht ihr, ist es relativ einfach, ein paar Schritte sind zu machen, damit ihr auf der Webseite jetzt die Google Phones verwenden könntet, aber diese nicht mehr über den Google Phone Server holt, sondern direkt von der Webseite ausliefert, was eben den Vorteil hat, dass man hier nicht Google eine Möglichkeit gibt, Daten eurer User zu verarbeiten. Ja, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und viel Erfolg bei der Umsetzung.